Christian Schemmeier, Paartherapeut Beziehungscoach, Lohnpsychologe, diesmal im Videoblog. Ne, wisst ihr schon, rund um Beziehungen, der, die und Liebe. Und ja, heute mal was ein bisschen anderes. Heute haben wir mal eine E-Mail von einem Paar. Das heißt, sie hat nicht eine Person geschrieben, sondern beide Personen in dem Paar. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Oder genau, worum geht's heute? Ja, wieder so ein bisschen Dopamin-Thema, sag ich mal. Sowas wie einseitig offene Beziehungen und solche Geschichten. Tja, was soll ich dazu sagen? Genau, ich wollte mal zwei Sachen vorab sagen. Also erstmal, auch wenn ich manchmal E-Mails ein bisschen lustig beantworte, das kann man nicht anders machen hier auf dem Kanal. Also nehmt es bitte nicht persönlich. Ne? Ich sage euch meine Meinung. Aber ich habe immer Respekt davor, dass jeder auf seinem Weg ist und alles. Und das Zweite, deswegen finde ich auch mal gut, eigentlich so eine E-Mail von beiden Seiten. Wäre fast besser, wenn jeder eine einzelne E-Mail schreiben würde eigentlich, weil mir ist natürlich völlig bewusst, wenn ich die E-Mails vorlese, dass das der Partner vielleicht ganz anders sieht, so, ne? Aber trotzdem ist natürlich, sind beide Sichtweisen valide. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Paaren arbeite, dass, ja, das manchmal komplett unterschiedliche Sichtweisen auf die Beziehung, ne? Das ist echt, eigentlich sollte jeder Berater auch mal ein paar Therapiestunden machen, der zumindest sehr mit Einzelnen arbeitet, weil das ist einfach so interessant, das öffnet einem so die Augen, wie unterschiedlich man Dinge wahrnehmen kann, ne? Aber jetzt legen wir mal los. Wir haben uns vor 2,5 Jahren auf Reisen kennengelernt. Also die reden jetzt immer von er und sie, weil jetzt halt zu einer dritten Person geschrieben haben, ne? Er, Mitte 30, ist Scheidungskind, bla bla bla, machen wir nicht so viele Daten hier. Sie, Mitte 30, kommt aus langjähriger Ehe mit, ja, unschönen Dingen, narzisstischen Partner, bringt viele Kinder mit in die Beziehung. Zum Kennenlernzeitpunkt hat er keinen festen Lebensmittelpunkt, Reiseziel und befindet sich im sozialen und beruflichen Veränderungsprozess. Wie soll ich das denn jetzt interpretieren? Also ich würde immer sagen, ich weiß ja nicht, vielleicht, was, ich mache selber eine Weltreise, ich will das jetzt nicht werten, aber falls ich da jetzt rauslesen sollte, ja, ich weiß eigentlich so richtig nicht, wo ich wohne und ich habe keine Arbeit und ich ist jetzt auch nicht so, dass ich nichts dafür kann, ne? Versteht schon, wie ich es meine. Dann würde ich mal sagen, vielleicht solltest du das erstmal in Ordnung bringen, bevor du dich um das Thema Beziehung kümmerst, weil so ein Mann, der keine Mission hat, kein Ziel, es kann natürlich Reisen dein Ziel sein, ich weiß jetzt nicht, aber also der nicht irgendeiner Weise gesettelt ist, das kann natürlich auch auf Reisen sein, weil ich weiß schon, wie ich es meine wahrscheinlich. Das ist so, als wenn du einen Turm baust, wo das Fundament schon wackelig ist, so, ne? Beide möchten keine Fernbeziehung und so lässt er sich schnell darauf ein, sich in den Familienalltag zu integrieren. Ich hoffe, das heißt jetzt nicht, du hattest keine Wohnung und ja, jetzt muss deine Partnerin neben den vier Kindern auch noch sich um dich kümmern, sag ich jetzt mal. Hoffe, dass es nicht so ist, weil dann, das müsstest du dann echt erstmal in Ordnung bringen, ne? Es kommt bald zu Schwierigkeiten. Sie ist durch Beruf und Kinder so eingebunden. Ja, das meine ich jetzt. Du hast keinen Beruf, wahrscheinlich keine Mission. So, jetzt sitzt du da, siehst du mit ihren vier Kindern und ja, sitzt du da auch so, wann hat sie denn Zeit für mich? Weil du auch nichts zu tun hast, so, ne? Also das würde ich erstmal angehen auf jeden Fall, ne? Es kommt bald zu Schwierigkeiten, siehst du durch Beruf und Kinder so eingebunden. Er fühlt sich zu wenig priorisiert. Ja, also mal ganz ehrlich, eine Frau mit vier Kindern, keins volljährig. Das meine ich mal mit nice geilem Leben oder auch mit Mission. Du musst andere Dinge in deinem Leben erstmal priorisieren, ne? Dass es auch nicht so wichtig ist, ob dich jetzt eine Frau noch, natürlich willst du eine Priorität sein, aber schwierig, ne? Empfindet Unsicherheit. Ihm fehlt Präsenz. Bei gemeinsamen Unternehmungen wirken Verhaltensweisen wie das Beobachten des Umfeldes auf ihn desinteressiert bis hin zur Eifersucht durch seine Wahrnehmung und Interpretation, dass gezielt Männer beobachtet werden. Ich hoffe, du kommst ja jetzt nicht so allzu kontrolliert rüber. Also ich kann nur sagen, das ist leider unsere Gene. Jeder guckt sich mal andere Menschen an. Also ich weiß nicht, wie man das abstellen soll, weiß ich nicht. Frauen gucken sich mal Männer an, Männer gucken sich mal Frauen an. Ich weiß es nicht, ob du meinst, sie flirtet vor deinen Augen, weil das hast du jetzt nicht geschrieben. Also wie gesagt, nochmal, das haben jetzt beide zusammengeschrieben. Aber von ihr ist ja jetzt noch nicht viel so. Die von ihm empfundene Einmischung
einer früheren männlichen Bekanntschaft in die Beziehung sieht er kritisch und wird als Bedrohung wahrgenommen. Okay? Nachdem auch er im Zuge dessen Anfänge emotionalen Fremdgehens praktiziert. Also jetzt, wie was denn jetzt so Auge um Auge, Zahn um Zahn, sie hat einen Kumpel und jetzt hast du dir auch eine Kumpeline besorgt oder Ich weiß nicht. Werden diese Beziehungen gegenseitig eingestellt, um den Fokus konstruktiv auf die Beziehung zu lenken? Okay, das ist ja schon mal gut. Sie fühlt sich eingeschränkt zu der Alltagslast, die sie gefühlt größtenteils allein bewältigt, werden noch mehr belastende Erwartungen herangetragen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich verstehen, das Setting ist, lädt da so dermaßen zu ein, weil sie hat ein total volles Leben. Du scheinst jetzt nicht so ein volles Leben zu haben, zumindest nicht, während du da wohnst. Das sind die Schwierigkeiten natürlich vorprogrammiert, ne? Kinderfreie Zeiten und Reisen werden gemeinsam gestaltet und bieten mit positiven Erlebnissen Kontrast. Ist auch so ein bisschen, habt ihr auch sehr distanziert geschrieben, die E-Mail, aber ist ja okay. Das, klar, wenn dann, ist ja oft so, ne, wenn man sich dann Zeit hat im Urlaub, ist es schöner. Das ist ja auch ein bisschen Beziehungsalltag, ne, wenn man bei Paaren mit Kindern, das ist im Urlaub hoffe ich am besten ist für die Beziehung. Okay, ist einfach so, ne. Sie hatten mal die Kinder. Er äußert häufig seine Bedürfnisse, was bei ihr Kritik empfinden und Überforderung auslöst. Also ich kenne jetzt eure Kommunikation nicht aus diesem Part, aber dieses ganze Setting ist schon, sorry, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, ist echt ungünstig, ne? Vielleicht wäre es gut, wenn du dein Leben so anfüllen würdest mit anderen Dingen, ne? Aber vielleicht, es ist echt so schwer zu sagen, vielleicht kritisiert sie dich auch wirklich viel, ich weiß es nicht, ne? Als Schutzstrategie kommt es bei ihr immer wieder zu Distanzsituationen und durch emotionalen Rückzug. Ja, das könnte ja so ein Attacke-Rückzugskonflikt sein mit dir, dem Mann in der Attacke und dir, der Frau im Rückzug. Das wären alles so typische Themen für Paartherapie, ne? Er fühlt sich ohnmächtig und fängt an, sich mehr auf sich zu konzentrieren. Das heißt, es zieht sich jetzt auch zurück. So, dann haben wir einen Rückzugskonflikt. Ich habe auch so einen Paarkurs, wo das alles näher erläutert. Oder auch in meinem Buch, weiß ich nicht, Liebescoach steht das, glaube ich, drin und Lange lebe die Liebe, glaube ich, auch. Das sind so die typischen Sachen in Paartherapie. Rückzug, das ist noch ungünstiger, da müssen beides mal wieder auf die Tanzfläche. Das sind halt so Teufelskreise und vor allen Dingen Attacke, Rückzug ist ein Teufelskreis, weil Attacke löst Rückzug aus und Rückzug löst, also Attacke so in Anführungsstrichen, löst weiter hinterhergehen aus. Das pusht dich dann so hoch, beide sind sehr unzufrieden, wird jetzt zu weit führen, also grundsätzlich geht es dann darum, die Kommunikation zu verbessern, dass man eben nicht auf diese sogenannten sekundären, das nennt man so sekundäre in der Paartherapie, wenn euch das interessiert, macht mal eine fucking Ausbildung, sekundäre Strategien, Rückzug und Attacke, weil eigentlich die primären Bedürfnisse entweder nicht ausgedrückt werden oder nicht gehört werden vom Partner, ne? Primäre Bedürfnisse wäre jetzt, ich wünsche mir mehr Nähe oder ich fühle mich gerade überlastet oder ich brauche gerade Rückzug oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ich meine, ich bin eigentlich ziemlich sicher im Liebescode. Also auf jeden Fall, lang lebe die Liebe, müsste da ist da garantiert was zu drin. Ne? Ja. Er fühlt sich ohnmächtig und fängt an, sich mehr auf sich zu konzentrieren. Bemühungen seinerseits, eine langfristige gemeinsame Zukunftsvorstellung zu entwickeln, führen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis und verlaufen sich im Alltag oder werden durch Konflikte behindert oder kommen zum Erliegen. Ja, also sie hat sich jetzt zurückgezogen, aber jetzt, weil ihr deine Bedürfnisse zu viel waren, die du natürlich haben darfst, ne? Ich meine, ja. Und jetzt bekommst du deine Sachen auch nicht befriedigt. Jetzt habt ihr so einen Rückzug. Das ist noch ungünstiger als Attacke-Rückzug, weil dann so keiner mehr, das ist wie so ein Tanzwettbewerb, wo keiner auf der Tanzfläche steht. Und ja, führt dann häufig auch, dass dann Körperlichkeit weniger wird und was weiß ich. Ja, hört sich so ein bisschen an, als wenn ich vielleicht mal eine Paartherapie machen sollte. So, ne? Aber wie gesagt, du musst, glaube ich, dass du vielleicht auch dein Leben mal so ein bisschen, also der Mann jetzt, das ist vielleicht zu sehr auf die Beziehung gestützt. Ah, okay. Es kommt zu On-Off-Situationen und zur endgültigen Trennung von ihrer Seite aufgrund der Überforderung.
Ja, ihr wisst ja, vielleicht bist du neu hier, von on off halte ich gar nichts. Nicht, dass es nicht passieren kann, hatte ich auch schon in meinem Leben. Das heißt, on off heißt einfach, man ist nicht kompatibel. Und da sind ja schon viele Grundsätze gelegt. Also ihr habt schon die Lebenssituation, ist vielleicht nicht so einfach. Und auch so dieses Attacke-Rückzug, wenn das so im Rahmen ist, dann kann man das auch gut bearbeiten. Also ob man das jetzt bearbeiten kann oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn das zu viel wird, dann geht es halt on-off über. Und on-off, also mit so mehrere echte Offs, ist die Beziehung meistens, also ich habe das zumindest nie erlebt. Also ich meine jetzt mit dem Off nicht so, dass man mal im Streit sage, ich trenne mich, aber man macht es nicht, sondern wirklich echte Trennungen. So ab der dritten braucht man es auch nicht mehr versuchen, so ist meine Meinung. Das heißt auch nicht unbedingt, dass einer was falsch gemacht hat, sondern es passt einfach nicht, ne? Während der Trennung wird der Kontakt gehalten und ein schöner Urlaub ohne die Last des Familienalltags und Beziehungsdrucks verbracht. Okay. Also wieder ein On. Die Distanz wird individuell genutzt, um eigene Themen aufzuarbeiten und sich seinen Beziehungsmustern bewusst zu werden. Sie erkennt Triggerpunkte und sieht rückwirkend die Chance, diese innerhalb einer Beziehung aufzulösen, entdeckt den Wert der Beziehung mit Abstand neu. Ja, jetzt ist wieder das On. Und da folgt leider dann oft wieder das Off drauf. Er trägt viele Fantasien aus der PORNografie. Wisst ihr schon, was ich meine? Und eigene Vorstellungskraft in sich, hat allgemein großes Bettsportverlangen und will diesen Leichtigkeiten Abenteuer ausleben. Junge, ey, also wirklich, du kannst jetzt nicht, da seid ihr bei mir auch irgendwie, ich kriege ja immer so E-Mails und ich lese die auch gerne vor, ihr seid ja irgendwie bei mir falsch, also weiß nicht, dann geht auch so ein sexpositiven Kanal und weil ich kann damit, ich finde, das ist eine Überforderung vom Partner, also eine Überforderung von deiner Frau. So, ich habe jetzt hier in dem, hier wisst schon auf den Portalen, habe ich jetzt das und das gesehen. Kann ich dir auch mal die Ketten anlegen? Kannst du das mal so machen, wie das da immer ist, was wir alle wissen, was normale Bettsport irgendwie nicht abdeckt, was ein völlig, völlig, völlig komisches Bild von wie Körperlichkeit sein sollte, darstellt. Also das kannst du nun wirklich nicht von deiner Partnerin verlangen, dann ist man vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben, ganz ehrlich. Also ich finde, da hast du echt zu hohe Erwartungen, wirklich, ey. Und ich würde dir raten, dass mal, also wenn das so ist, dass du sozusagen, dass du auch so gedanklich da, es wird ja auch oft immer schlimmer, dass man immer mehr Stimulus da braucht, das ist auch wieder diese Dopamingeschichte. Vielleicht das auch mal angehen, das ein bisschen zu reduzieren, so dass, weil du kannst jetzt nicht sagen, ich bin jetzt aber so und jetzt muss sie sich darauf einstellen, weil du kannst auch sagen, ja, das ist vielleicht nicht beziehungskompatibel, da so viel, dem so viel Raum zu geben, ne? Aber letztlich ist natürlich dein Leben, wenn du sagst, das ist mir wichtig, aber da kommen wir schon wieder in die Kompatibilität, ne? So, in der Trennungsphase nutzt er die Gelegenheit für solche intimen Begegnungen und Erfahrungen. Leute, ey, in letzter Zeit macht mir wieder echt Schwierigkeiten mit diesen E-Mails. Was soll ich dazu sagen? Also, ihr habt jetzt ein On, ihr kommt euch näher und du nutzt jetzt das On, um in einer anderen rumzumachen, ey, oder rumzuvögeln oder ich weiß nicht, was ist denn, ich weiß es nicht, wenn ihr das so abgesprochen habt, darfst du das natürlich, aber das ist so, weiß ich nicht, als wenn du einen Kuchen backen willst und kurz bevor er fertig ist, trammelst du mit beiden Füßen drauf rum, so, ne? Das, also natürlich ist das jetzt nicht hilfreich, wenn man sagt, mal wieder in die Beziehung rein. Also wie gesagt, es sei denn, ihr sagt, wir wollen ja so super modern, sexpositiv, alles geht, nichts muss, offene Beziehungen, nicht offene Beziehungen, ja, wir machen es so wie auf den und den Portalen und in Ketten legen, Gummianzug, KitKat Club, aber da ich habe dafür, sorry, das ist bei mir einfach, ich halte das nicht für tragfähig. Das ist jetzt keine moralische Meinung, sondern ich glaube, dass das ist ein Lebensstil, der natürlich irgendwo Dopamin hat. Das macht ja auch irgendwie Spaß, Dopamin, aber dass es irgendwie nicht nachhaltig ist. Und vor allen Dingen nicht, wenn man Beziehungen führen will, so, ne? Aber ich will das jetzt niemandem absprechen, wenn ihr so leben wollt. Ich kenne auch so Leute, die leben so, aber die haben, glaube ich, alle keine Beziehungen oder sehr Beziehungen, die sehr am Boden liegen. Weiß ich nicht. Es sei denn, es sind beide so gestrickt. Vielleicht musst du da eine Partnerin suchen, die auch so drauf ist, ne? Beide empfinden noch Liebe und möchten die Beziehung nicht ganz loslassen und nähern sich mit Suche nach Lösungsstrategien wieder an. Er schlägt eine einseitig offene Beziehung vor. Leute, mit sowas, ich nehmt es für mich übel. Das ist einfach einseitig offene Beziehung. Das ist für mich wie,
Weiß ich nicht. Ich mache eine Diät und ich backe eine Sahnetorte mit Pommes frites und Mayonnaise. Weißt du, das. Also entweder ich leiche das Recht für alle, das ist, wenn nicht so in meinem Wertekanon, eine einseitig offene Beziehung. Ne? Weil das, selbst wenn jemand sich darauf einlässt, muss man sich schon fragen, ob die Machtverhältnisse da ungleich sind oder weil das macht eigentlich, das ist, ich finde das nichts Gesundes. So. Aber es ist nur meine Meinung, ne? Also. Um das gefühlte Ungleichgewicht der Wertschätzung und Aufmerksamkeit durch die vier Kinder auszugleichen. Also so, weil sie jetzt nicht genug Zeit hat, weil sie die Kinder hat, muss er jetzt eine offene Beziehung führen, um das auszugleichen. Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so den Schluss. Also vielleicht sollte man mehr dieses Dopamin abbauen. Ja, dein Leben auf eine andere Art interessanter machen als nur durch Sexualität, Erwartungen mal runterschrauben. Ja, ich glaube, wird schon, glaube ich, deutlich, was ich so meine. Das führt ihrerseits zu Ungerechtsempfinden, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und Unsicherheit jedoch lässt sich auf den Versuch mangels Alternative ein. Ja, aber ist denn jetzt die Frau hier so needy, dass sie sich auf alles einlassen muss, wo sie eigentlich gar keinen Bock drauf hat? Also das, da kann ich der Zuschauerin hier nur von abraten. Also wieso mangels Alternative? Also es gibt immer eine Alternative. Notfalls ist man Single. Also es ist leider, wenn das nicht deinem Wertekanon entspricht und du damit deine Standards und Dealbreaker überlaufen siehst, dann solltest du nicht auch, natürlich gibt es eine Alternative, ne? Vor allen Dingen, weil du ja schon schwierige Beziehungserfahrungen gemacht hast. Also das hört sich jetzt nicht so an, als wenn das für dich, Frau, jetzt so, weiß ich nicht, ist das so das Richtige? Ich frage einfach mal nur so. Nach den ersten Erlebnissen scheitert der Versuch und führt bei ihr zu eifersuchtiven Verletzungen und Vertrauensverlust. Wette, das hätten wir jetzt nicht kommen sehen. Ohne dass dabei Commitments seinerseits gebrochen wurden. Ja, das muss ich, wenn das alles abgesprochen war, das muss man euch, das heißt jetzt aber nicht, dass es einem gut tut. Das sieht man, das ist leider, was ich immer wieder höre bei diesen Konstrukten. Aber gut, dass du es abgesprochen hast, ne? Er nimmt den Kontakt wieder auf mit der Bereitschaft, Lösungen in einer monogamen Beziehung durch eigene Persönlichkeitsentwicklung zu finden. Das halte ich für besser. Nicht aus moralischen Gründen, weil du hast eigentlich jetzt, du hast alles gesagt, du hast deine Wünsche gesagt, du hast nichts heimlich gemacht. Verstehe ich jetzt mal so, du hast auch jetzt moralisch nichts falsch gemacht oder so, aber es ist halt dieser Dopamin-Lebensstil. Ich glaube nicht, dass das für einen Liebeschip da oben im Kopf so gut ist, ne? Um mehr Stabilität zu erzeugen, lässt er sich noch konstanter auf die Familiensituation ein, reißt weniger und intensiviert die Beziehung zu den Kindern. Ja, das hört sich auch gut an. Er baut weiter sein soziales Umfeld aus und legt mehr Fokus auf seine berufliche Entwicklung. Das finde ich sehr gut. So, es entsteht mehr Routine, die sie entlastet, sich für ihn aber langweilig und distanziert anfühlt. Ja, weil du dein Gehirn so viel mit Dopamin gefüttert hast. Das darf man machen, ich will das jetzt nicht verurteilen, nur das führt genauso dazu, dass man stabile Beziehungen nicht gut aushält. Die fühlen sich langweilig an, ne? Musst du überlegen, wo du deine Werte, das darfst du entscheiden. Du darfst natürlich jetzt sagen, scheiß was drauf, ich will aber den ganzen Tag Party haben. Ja, dann mach das. Du hast, wie gesagt, das ist häufig nicht nachhaltig so, ne? Aber das, ja, das muss man vielleicht aushalten dann, ne? Oder gucken, wie gesagt, dass man sich dann, wie ich immer sage, so gesunde Süchte anschafft, wie Sport oder was weiß ich. Er wünscht sich mehr Abwechslung, gemeinsamen Fortschritt. Gemeinsame Ziele und Vorstellungen bleiben unkonkret. Ein weiteres gemeinsames Kind ist gewünscht. Na, in der Situation möchte ich das jetzt, glaube ich, nicht machen. Erzeugt aber gleichzeitig Angst vor Abhängigkeit und mehr an Priorität bei ihr zu verlieren. Ja, wäre auch wahrscheinlich so. Und dabei ein noch größeres Machtungleichgewicht zu erlangen. Aber hast du denn jetzt das Gefühl, dass sie mehr Macht hat als du? Also, Frage. Obwohl, also du Mann jetzt, obwohl erfüllende Intimität in der Beziehung regelmäßig stattfindet, äußert er häufig Ängste vor Intimitätsentzug, insbesondere durch ein weiteres Kind aufgrund der erlebten Distanzsituation bei emotionalen Konflikten. Ja, also ich denke, ihr solltet erstmal ein paar Sachen auf die Reihe kriegen, bevor ihr da ein Kind kriegt. Momentan befinden wir uns in einer Endlosschleife aus On-Off-Phasen mit immer wiederkehrenden, nicht konstruktiven Konflikten. Ja, ihr könnt gerne an den Konflikten arbeiten, vielleicht im Rahmen einer Paartherapie, aber wenn das wirklich so ist, dass es so echte On-Offs sind, ja, ihr habt mich nach meiner Meinung gefragt, oder ihr, meiner Ansicht nach, sind so On-Off-Beziehungen nicht zu retten, so echte On-Off-Beziehungen mit richtigen Offs, ne, nicht zu retten, meiner Ansicht nach. Er empfindet zu wenig Wertschätzung für seine Hingabe, Flexibilität und Anpassung an ihre Lebensumstände.
Okay. Die mit verbundenen Risiken und hat Angst, sich weiter zu binden. Du bist doch, also du Mann bist doch die ganze Zeit hier mit halboffener Beziehung schon und in der Off-Phase was angefangen und also liegt das jetzt wirklich nur daran, dass sie keine Zeit hat oder so, dann ist es vielleicht die falsche Frau mit 4 Kindern, ne? Weil in die Beziehungskonstellation Freiheitseinschränkung und Ohnmacht fühlen lässt. Das ist total in Ordnung, aber dann ist es, dann such dir jemanden, mit dem du eine offene Beziehung leben kannst, ne? Durch die einstein erlebte Trennung ist mehr Misstrauen entstanden. Der Glaubenssatz aus der Kindheit, am Ende bin ich immer alleine, bestätigt sich in den On-Off-Situationen immer wieder. Irgendwie das Gefühl, dass das viel der Mann geschrieben hat. Aber gut, wenn es so ist, ist es so. Aber wenn es nicht passt, passt es nicht, ne? Er zweifelt häufig, da der Wohnortwechsel bei einer Trennung und der damit verbundene Verlust von vielen sozialen Beziehungen für ihn ein großes Risiko darstellt. Ja. Es muss alles nicht, ne? Ihr müsst nicht zusammen sein, ne? Besonders im Falle gemeinsamer Kinder mit zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen. Er sollte definitiv kein Kind kriegen jetzt, ne? Ja. Gleichzeitig ist der Wunsch nach Verbundenheit und Stabilität da. Ja, aber dann kann man nicht dahergehen und so ein Dopamin, sein Leben so auf Dopamin ausrichten, ne? Sie empfindet Unsicherheit, Ablehnung und Kritik. Also ich wundere mich, dass die Frau, die macht ja doch einiges mit, sag ich mal. Hoffe, die achtet gut auf ihre Grenzen. Den Alltag am Laufen zu halten und die Bedürfnisse von allen zu berücksichtigen, wird als unzureichend anerkannt empfunden. Ja, das ist halt ihre Lebenssituation, das ist halt so, ne? Bei ihr spielt ein Glaubenssatz nicht gut genug eine prägnante Rolle. Ja, aber wie gesagt, auch da muss man sich wieder die Frage der Kompatibilität stellen. Das ist ja nicht gut genug. Ich glaube schon, dass sowas aufkommt. Was heißt, ich glaube, also wenn es aufkommt, dann kommt es auf. Aber das liegt ja auch daran, dass ihr ganz unterschiedliche Vorstellungen habt. So, ne? Man muss das jetzt auch nicht so persönlich nehmen. Vielleicht, wie gesagt, habt ihr einfach unterschiedliche Beziehungsvorstellungen. Ne? Sobald ihm Präsenz fehlt, sucht er vermehrt Bestätigung und Aufmerksamkeit im Außen. Also ich will ja nichts sagen, was hört sich ziemlich minuspolig an hier so. Also wie gesagt, das ist einfach keine Art, finde ich, eine Beziehung zu führen, dass jedes Mal, wenn es irgendwie nicht läuft, ah ja, dann schreibe ich mit anderen oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, dann sollte man vielleicht besser, also entweder eine offene Beziehung führen oder vielleicht einfach Single bleiben, weil das, oder halt daran arbeiten, weil das hält ja keine Beziehung aus auf die Dauer, ne? Wie gesagt, vielleicht ist das irgendwie auch eine Stressbewältigung, aber nochmal, vielleicht liegt es einfach daran, dass es nicht so richtig passt bei euch, ne? Ja. Misstrauen und Verlustangst entstehen zum Teil auch ihrerseits dadurch, ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Also, da selbst wenn du es jetzt mal erzählst, weiß ich nicht, das ist wieder so, ist mal versucht, das Runde ins Eck hier zu kriegen, ne? Monogame Beziehungen mit so offenen Konzepten zu verbinden, das geht aber nicht. Entweder oder, ne? Und wenn man monogam lebt, dann muss man eben mit der Lebensrealität des Partners irgendwo klarkommen, so, ne? Wir sind in einer gefühlten Pattsituation. Wir wünschen uns einen objektiven Blick von außen für weitere Erkenntnisse und Lösungsideen. Immer wieder werden alte Verletzungen zum Thema und wir irren uns in Rechtfertigungen und Anschuldigungen. Gemeinsame stabilisierende Rituale bringen keine Ergebnisse und scheitern im Alltag. Durch verbesserte Kommunikationsstrategien gelingt es uns, mehr gegenseitige Empathie zu entwickeln. Aber der ganze Prozess ist energiezehrend. Mit anderen Worten, die Beziehung ist fucking anstrengend, ne? Das sind so überaktivierte Beziehungen. Also on-off sind eigentlich immer überaktiviert, eigentlich immer. Das macht sie teilweise auch interessant, aber eben, ja, bis man eben zu erschöpft ist, ne? Wir wünschen uns eine innige Beziehung auf Augenhöhe, in der sich jeder mit seinen Fähigkeiten einbringen kann und vom anderen wertgeschätzt wird, wie er ist. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die eine teiloffene Beziehung führen will, dann also vielleicht redet ihr auch nicht klar genug, da müsste ich einfach sagen, ja, aber mit mir nicht, sorry, ne? Und wenn dann diese Person sagen würde, ja, ich fühle mich jetzt nicht gewertschätzt, in meinem Wunsch eine halboffene Beziehung zu führen, und ich sagen, ja, dann ist es so, ich will es aber nicht. Also was ich hier sehe, ist eine Frau, die, glaube ich, Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen. Und ja,
Und ein Mann, der ja irgendwie auch nicht zufrieden ist, aber auch halt dann immer wieder, soll ich mal sagen, dieses Feld der Monogamie verlässt und damit neue Unruhe bringt. Und also das scheint mir schon so, wie in vielen Beziehungen, die ich hier bespreche, dass eure Bindungsstile vielleicht nicht so richtig zusammenpassen. Also der Mann wirkt auf mich sehr minuspolig und die Frau sehr, sehr pluspolig, sagen wir es mal so, ne? Und ist auch auf eine relativ stark unterschiedlich. Und dann geht es halt oft Richtung on-off, weil das ist ein Zeichen zu sehen, dass es eigentlich nicht hinhaut. Und vielleicht, es kann gut sein, dass ihr euch beide eure negativen Kindheitsängste bestätigt. Aber das ist halt so, wenn man unter Umständen, ich weiß es nicht, müsst ihr gucken, Sachen wiederholt und auch in Partnerwahlen trifft, die vielleicht Dinge wiederholen, aber nicht wirklich lösen. Ich sag's mal so, ne? Auch wenn da häufig oft diese starke Wundenanziehung ist und die eben auch zu einer starken Anziehung führt. Ne? Trotz unserer Differenzen haben uns die Höhen und Tiefen sehr zusammengeschweißt. Naja, das ist ja das Problem von on-off. Es ist eben on und off. Also es passt nicht und dann, ja, aber wir vermissen uns so, ne? Weil dieses on-off macht auch so ein bisschen süchtig, aber das macht es nicht unbedingt besser. Ne? Das heißt oft starke Bindung, aber schlechte Beziehung. So, ne? Und uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung weit vorangebracht. Das freut mich und das ist doch super. Und dann hat jede Beziehung ist die richtige, ne? Aber ja, wie können wir schneller Vertrauen aufbauen? Wie kann man Vertrauen aufbauen, wenn der Mann bei jedem Konflikt irgendwie aus der Beziehung rausgeht? Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Dann müsste das erstmal aufhören. Aber das ist häufig auch so eine Dynamik in diesen Beziehungen, dass man so getriggert ist, dass man anfängt mit so Kompensationsstrategien, die dann eben wieder zu so einem Off führen und dann vermisst man sich wieder. Aber da werden halt die Verletzungen, die sammeln sich immer weiter an. Und also wie gesagt, da vielleicht könnte man da eine Paartherapie probieren, aber ganz ehrlich gesagt hört sich das ein bisschen so an, als wenn Bindungsstile vielleicht doch zu weit auseinander sind. Ne? So Richtung Pluspol, Minuspol könnt ihr euch mal mehr angucken, ja, bei mir auf dem Kanal oder wo auch immer. Oder auch Traumata hinter uns lassen. Naja, da kann ich jetzt nicht auf. Das ist, würden wir alle gerne unsere Traumata hinter uns lassen. Wie gesagt, wenn du jetzt Beziehungstraumata meinst, kann man, also wenn da die Motivation da ist, kann da eine Paartherapie sehr helfen, weil wir wiederholen ja oft diese Traumata. Ansonsten muss man da halt für sich gucken. Wie mehr Stabilität in wechselhaften familiären Rahmenbedingungen erstellen? Gibt es Muster oder Themen, die wir uns nicht bewusst sind? Also ich glaube, ihr seid euch denen wohl bewusst. Ihr schreibt ja, wie ihr seid. So, ne? Ich habe das Gefühl, dass es der Mann geschrieben hat und dass die Frau ist auch gerade mit vielleicht so ein Thema hat mit Shanas und Dealbreakern, ich weiß es nicht. Zu viel Angst hat, allein zu sein, zu viel akzeptiert. Also da würde ich auf jeden Fall mal gucken. Und beim Mann würde ich auf jeden Fall denken, das ist ja häufig so, wenn man Minuspol ist, dieses Dopaminerge, sag ich mal, Bestätigung suchen, weiß ich nicht, zu viel, oder ihr beide setzt vielleicht auch zu viel auf die Beziehung, zieht zu wenig aus eurem sonstigen Leben, zu hohe Erwartungen, also ich weiß nicht, das ist schon echt. Dann noch einer hat 4 Kinder, einer hat keiner, weiß nicht, mit Job und Wohnung und es kann natürlich funktionieren, aber das, ich weiß nicht, das ist, da bildet sich ein Riesenblock über dem anderen. Ne? Insofern könnte das sein, was ihr nicht seht, dass es einfach nicht passt. Aber das ist jetzt einfach nur großes Fragezeichen zum Nachdenken. Ne? Hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich war nicht zu kritisch, aber ich muss das machen, was ich machen muss. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.